Wann immer ich nach interessanten, neuen deutschen Bands suche, die ich hier bei Rockpalast Backstage mal treffen möchte, stelle ich oft fest, die sind ausgewandert. Und zwar in der Regel nach Berlin. Die Band heute, OK Kid, kommt aus der Gießener Ecke, jetzt also auch nicht unbedingt die Gegend, wo man als Musiker dringend alt werden möchte. Die drei sind nach Umbenennung von Jona S., ihren beiden ersten EPs und dem Sieg beim New Music Award nicht nach Berlin, sondern nach Köln gezogen und mit Produzent Robert Koch, der Typ hat auch bei Casper und Materia mitgewirkt, und Sven Ludwig von den Puppet Masters ihr erstes Album aufzunehmen. Okay, Jonas, du musst erst mal erzählen, wo wir sind. Ach so, ja, wir sind jetzt hier in unserem ganz neuen Studio. Ja. Also quasi, es ist hier so ein Kreativkomplex, wo ganz viele unterschiedliche Leute ihre Arbeit machen. Da ist auch so ein Karnevalszug, wie jetzt? Karnevalskostümverleih und keine Ahnung, es ist ganz viel unterschiedliche Sachen hier. Okay, Karnevalskostümverleih, war die schon da drin? Habt ihr euch was geliehen? Oder? Nee, noch nicht. Was kommen da für Leute vorbei? Hast du schon gesehen, wer da so? Noch gar nicht. Aber ist eigentlich auch nicht schlecht für Videos und so, ne? Ja, das stimmt. Ben Hur in Sachen Karneval. Ja. Ja, und hier, da sind jetzt quasi, oder hier ist jetzt das Studio von uns. Das war früher das Woodtown Studios. Kennt man vielleicht noch. Das ist ein sehr renommiertes deutsches Reggae-Label. Mhm. Und die sind rausgegangen. Was haben die zum Beispiel gemacht? Erzähl mal, die das nicht kennen. Noslif. Maxim, der jetzt ja bei Warner ist, aber Woodtown ist immer noch mit drin. Dann Mono und Nikitamann, glaube ich. Okay. So die ganzen. Wieso sind die da raus? War der Schimmel anwenden oder was war da los? Nee, sie wollten auch nach Berlin, wie so viele. Das ist der erste Raum, den wir schon fertig renoviert haben. Ja. Und wir wissen noch nicht, ob das der Aufnahmeraum wird, der große, oder der Regieraum. Okay. Das wissen wir noch nicht. Also welche Seite ihr dann aussucht, weil es da hinten noch einen gibt und dann diese beiden werden dann, also... Genau, also ob du halt für die Abhöre, ne, den großen nimmst oder eher den kleinen. Okay. Das ist noch nicht ganz klar, aber hier werden wir auch proben dann ab heute Abend schon. Und habt ihr das komplett umgestaltet jetzt? Weil ich meine, da war ja vorher Studio drin, sagtest du, ne? Ja, ja. Ja, hier war so ein hässliches Graffiti, das haben wir überstrichen. Das hat Maxim dahin gemacht. Nee, hatte nicht. Nee, das war ja schön, aber das war halt, keine Ahnung, das war auch schon alt und wir wollten das halt schön haben. Und eigentlich das Studio, auch mit der ganzen Technik, also quasi mit diesen Kabeln, ne, die von Raum zu Raum gehen, haben wir alles so bekommen. Also eigentlich relativ wenig Arbeit. Weil das war eigentlich schon lange so irgendwie ein Traum von uns, ne? Auch so eine eigene Homebase zu haben, wo man arbeitet und dass man sich nicht mehr in anderen Studios einmieten muss. Das heißt, ihr seid dann auf jeden Fall auch schon mal für die nächsten Jahre nicht drauf und dran, auch nach Berlin zu ziehen? Nee, auf keinen Fall. Also das ist ja auch irgendwie so ein Statement für Köln. So, ne? Wenn man jetzt irgendwie hier noch ein eigenes Studio aufzieht und warum Berlin? Also, muss nicht sein. Schöne Stadt, aber nach 3 Tagen bin ich auch fertig und müde und dann reicht es mir auch. Denn niemand passt besser zu mir als du. So, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Genau, ich muss ja, ihr habt das geschickt eingefädelt, dass wenn wir drehen, dass ich dann auch gleich ran muss. Genau, hier sind schon Raffi und Moritz. Hallo. Die, Hallo. Arbeiten schon fleißig. Oh. Und zwar. Das ist ja auch nichts zu tun. Auf jeden Fall. Kurz Handwerker-Briefing. Nicht zuletzt wird heute vieles selbst getan, weil der Handwerkermangel groß ist. Jeden Abend versammeln sich in diesem Raum ca. 40 Männer und Frauen, um sich für ein geringes Entgelt in die Geheimnisse der Tapezierkunst, des Lackierens und Fliesenlegens einweihen zu lassen. Das Material wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben hier eine Raum-in-Raum-Konstruktion, ja, und wie du siehst, das ist so Azubi-Arbeit. Ja, ich sehe schon. Ja, mit dir extra überlassen. Oh, das ist aber lieb. Nein, Gott. Nee, wir müssen halt hier diesen ganzen Kleberrest entfernen, weil hier waren so Absorber dran. Also genau die Dinger, die ich bei mir zu Hause gerade versuche, an die Wand zu machen, um endlich im Wohnzimmer den Gitarrenverstärker auf 11 zu drehen. Ich habe mir überlegt, ich mache immer nur was, wenn die Kamera gerade läuft. Das sieht sehr gut aus. Danke. Aber ich meine, der Jonas hatte, er kommt aus Siegen ursprünglich.
Ne? Sieben, hast du gesagt. Ich bin geboren und dann bin ich nach Gießen gezogen. Okay. Mit 5 Jahren. Warum? Also, weil es langweilig war. Nee, du bist ja nicht freiwillig mit 5 Jahren nach Gießen umgezogen, also? Nee, wegen meinem Vater, weil er da einen cooleren Job gefunden hat. So. Was hat der gemacht? Der war bei der Industrie- und Handelskammer hat der gearbeitet. Okay, nach wie vor. Also ich habe keine Ahnung, was man da genau macht. Ich auch nicht. Die Industrie- und Handelskammern als öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungskörperschaften der gewerblichen Wirtschaft haben nach dem Gesetz unter anderem die Aufgabe, für Wahrung von Anstand und Sitte eines ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Und dafür ist er nach Gießen mit euch gezogen? Genau. Mit noch mehr Geschwistern? Oder? Genau, ich habe 2 ältere Schwestern. Was machen die so? Die sind, eine ist Ärztin. Ja. Und hat so eine Landarztpraxis. Ernsthaft? Ja, ja. Also Kreislauf ist wieder ganz normal, das ist die gute Nachricht. Aber beim Cholesterin, da würde ich an Ihrer Stelle noch ein bisschen aufpassen. Genau, die andere, die ist Wirtschaftsjuristin. Mhm. Also eher klassische... Nicht so kreative Berufe. Naja, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall anders so, ne? Ja. Haben wir überhaupt ein Schraubenzieher? Ja, die haben hier an dem Multitool und so. Bestens ausgerüstet. Ja, perfekt. Ja, perfekt. So die ganze Renovierungsarbeit mit absolut. Einem Multitool. Hier. Aber vielleicht musst du die Sicherung erst noch drauf machen. Hast du mal einen anderen Job gemacht, Jonas? Eigentlich? Ja. Also ich habe auch studiert und sogar abgeschlossen. Was denn? Politik, Soziologie und Medien habe ich gemacht. Boah. Das können nicht viele Musiker von sich behaupten. Streber. Und was war am spannendsten davon? Eigentlich gar nichts. Also, wenn ich im Nachhinein das so mir angucke, dann war das eigentlich ein Studium nur für das Allgemeinwissen. Weißt du, um irgendwie dann sagen zu können, ich habe was durchgezogen, auch wenn es so zäh war. Mhm. Und eine reine Formalie dann nachher. Okay. Genau. Und dann war ich 2 Jahre lang auf einer Journalistenschule und ich bin eigentlich Redakteur für Fernsehen. Also im Prinzip könntest du quasi, hast ja auch schon gemacht, meinen Job machen. Genau, aber jetzt gerade nicht mehr. So, also es wird echt alles wenig und ich mache eigentlich kaum noch Sachen. Ja. Nee, aber irgendwann war dann auch so die Frage, ne? Gehe ich jetzt in einen festen Job oder mache ich nur noch Mucke? So, mhm. Und dann habe ich irgendwie mich mit Ende 20 dafür entschieden, nur noch das zu machen. So, genau das Richtige so. Aber es ist dann schon auch echt eine Entscheidung, finde ich. Also wenn man sagt so, hey, das, was ich studiert habe, spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Ich mache jetzt nur noch Musik. Also so. Ja, es ist halt... Aber viele sagen, oh, krass, krasser Mut. Und, ja. Und das ist ja voll risikoreich. Und ich denke, ja, aber der andere Job so wäre doch genauso risikoreich gewesen. Weil ich auch nicht wirklich wissen würde, ob es irgendwie, wie es in 3-4 Jahren aussieht. So. Mhm. Und deswegen, also für mich ist es auch schon fast irgendwie mit der Band, ist das echt Routine, so Alltagsjob schon fast. Gibt es denn so früheste, also bei euch allen, so früheste musikalische Erinnerungen, was euer erster Move war mit Musik? Der erste Move, der erste Tanzmove zu Musik war tatsächlich Modern Talking. Geil. Von meiner Schwester. Welche Nummer? Welches Stück? Da war ich drei und bin nackt durchs Haus gehüpft. Und manche Leute haben nie damit aufgehört. Und dann richtige Tanzmoves habe ich dann zu Michael gemacht. Mit der Dangerous, die habe ich bekommen, da war ich 8. Ja. Und meine erste CD war die Dangerous von Michael Jackson. Und da habe ich dann richtig Michael Jackson getanzt, auch Schulfesten und so. Geil. Und das erste Ding, was dann musikalisch so selber ausprobiert wurde, also jetzt so selber Musik zu machen, gab es da auch was? Ja, das war so Schulband-mäßig. Mhm. Das war Karma Police von Radiohead. Ah, okay. Und aber auch, dann war ich noch Schlagzeuger in der Schülerband. Mega schlecht. Mega schlecht. Also so tatsächlich über den Musikunterricht dann. Also dass jemand gesagt hat, komm, wir machen jetzt mal eine Schülerband und dann hast du einfach probiert. Oder wie? Ja, eher so, ja, mit so Freunden konnten wir uns in der Schule immer von 12.50 Uhr bis 13.30 Uhr in der Mittagspause durften wir da rein. Und dann haben wir rumgejammt. Und genau. Und dann habe ich sogar den ersten Song, den ich gesungen habe in der Schülerband, war When I Came Around von Green Day. Geil. So Klassiker halt. Ich spielst du halt. Keine Ahnung. Ich spielst du halt die ganzen Punkrock-Klassiker, weil die auch so leicht waren, immer nur mit 3 Akkorden. Und
Genau. Wisst ihr das noch, was eure ersten Berührungsmomente waren, selber Musik zu machen? Keine Ahnung, ich habe von meinen Eltern erzählt bekommen, dass ich irgendwann auf Töpfen rumgehauen habe. Dann haben die mir daraufhin so ein Mickey Mouse Schlagzeug gekauft. Das war dann irgendwie nach 3 Tagen kaputt. Aha. Also durchgehauen und dann habe ich irgendwann das erste quasi Kinderschlagzeug so bekommen. Mhm. Und weiß nicht. Aber geil war auf jeden Fall irgendwann in der Grundschule so. Die haben mich dann irgendwie so so 9. oder 10. Klässler gefragt, ob ich nicht so Band machen will und so. Und dann gab's, dann war quasi meine erste Band People Without Identity. People Without Identity. Erster Gig, weihnachtlicher Musikabend an der Brüder Grimm Schule in Kleinlinden. Und die hatten dann halt so Texte, I wanna be a butcher baby, but I can't see blood. Und es war halt nicht gesungen, es war halt und das also weihnachtlicher Musikabend ist dann so, ja, jetzt kommt die Klasse 3a von Frau Schmidt und die singen für sie, bla bla bla. Und wir halt dazwischen. Super. Und zwar alles so, alle sitzen so da. Und ich weiß noch, dass meine kleine Schwester so vorne so gesprungen ist. So, und da war, also keine Ahnung, die war glaube ich so eins von 4 Kindern, die halt vorne so gesprungen sind. Und der Rest saß halt so da. Das war der South Park-Moment, das ist ja, so voll shocking irgendwie. So, ziemlich, also es muss wohl ziemlich lustig gewesen sein. Ich habe das halt nachher so dann von meinen Eltern so gehört. Also meine Eltern haben auch immer so hobbymäßig Musik gemacht und dann hat sich das so ein bisschen abgefärbt halt. Okay. Und irgendwann wurde das alles gekickt und dann kam Rap. Da war Rap the shit. Wer war der Erste, den du da so, zu dem du da aufgeschaut hast, den du gut fandst? Boah, damals so, keine Ahnung. Also ich war so bei den absoluten Beginnern zum Beispiel auf dem Konzert und dann war Dendemann auf jeden Fall, war 1-2 halt Vorgruppe. Mhm. Das waren auf jeden Fall so, die aus Hamburg waren halt geil so. Also ich war nicht so ein mega Semi-Fan, aber so Beginner, 5 Sterne und so war geil. Dann halt Stuttgart, also eigentlich alles so, was halt so ging an Deutschrap, ne? Also das ganze Kolchose-Zeug. Und später dann auf jeden Fall so Main Concept aus München, kennst du die? Ja, kenn ich. Da haben wir dann auch so mit dem Holzpalast, ist so ein Hip-Hop-Verein entstanden, da haben wir Jams organisiert und da hatten wir halt auch so David P. halt da, also Main Concept da und ey, wenn du den Freestylen hörst, da brichst du halt auch so halb ab. So. Aber das ist doch schräg dann, wenn man dann Jahre später mit den Leuten, die man früher geil gefunden hat, auf einmal auf einer Bühne steht, oder? Ja, also irgendwie nimmt man das auch nicht mehr so richtig so wahr, weißt du, weil früher warst du halt voll Fan, ne? Mhm. So und diese totale Begeisterung für irgendeine Band oder irgendeine Person, die ebbt ja irgendwann noch ab, so je älter man wird. So. Und keine Ahnung, hätte ich das mit 14 gewusst, hätte ich gesagt, so, oh, mega geil, so, Dendemann 1-2, mega geil. So. Und jetzt ist halt so, ja geil, Dendemann spielt auch so, ist auch nice. Mhm. Aber man rennt jetzt nicht hin und sagt so, hey, ich bin schon immer Fan von dir gewesen oder so. Also, das habe ich aber mal gebracht vor einer Weile. Also, und zwar war das New Order. Ich Bernhard Sumner irgendwie begegnet bin. Ja. Und dann, den habe ich auch im Lauf, also den habe ich einmal dann getroffen, nach, keine Ahnung, 25 Jahren, den ich den gehört habe. Und ich bin dem begegnet und habe gesagt, Alter, ich höre dich schon seit 25 Jahren. Das ist so geil. Das ist so cool. Der hat sich voll gefreut. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal so Tribe Called Quest, ne? So, wir spielen da, also dann Splash, ne? Und da kann das auch so werden. Also da könnte ich mir, also da habe ich schon gesagt, so, ey, das kann auch sein, dass ich dann da hinrenne, so, ey. Ja, man muss auch mal wieder uncool so, sein zwischen ja, dir. Ja, auf jeden Fall. So. Ach Ingo, es sind doch nur OK Kid. Was heißt denn nur OK Kid, Elmar? Es ist eine der deutschen Pop-Hoffnungen. Ich habe einen Starschnitt bei mir im Zimmer. Sonderanfertigen Copyshop. Und deine Helden? Wer war da so am Start? Früher? Ey, bei mir war es halt so auch, dass ich irgendwie so mit 3 vorm Fernseher stand und zu Volksmusik geklatscht habe. Zur Volksmusik. Und meine Geschwister, ich habe 2 größere Geschwister und die haben dann irgendwie gesagt, ey, wir müssen den da wegholen. So. Hallo, Walei, hallo, Walei. Von seltsamen Dingen singen diese Mädchen und Jungen. In ihren Texten fahren sie übers weite Meer, unter zerrissenen Segeln und schwarzer Flagge. Die Heimat verflucht sie. Morgen muss gestorben sein. Aber das macht alles nichts. Sie wollen sowieso nie wieder nach Hause.